Alter. Das sieht übel scheiße aus. Hallo, kam jetzt hier bei einem Video. Ich habe gesagt, dass ich jetzt mal einen Vlog machen möchte. Und ja, heute ist soweit, ich fange jetzt den Vlog an. Ich bin gerade von nach Hause gekommen. Jetzt frisch hier noch die Kacke. Und gehe dann gleich duschen und dann ist mein Kumpel auch schon da. Und ja, jetzt sehen wir uns gleich wieder. Tschüss. Oh, die Welle kommt, Leute. Hallo, der Funky. Moin. Ich kann mal so schlimm. Das ist nach Dresden. Hey, wo war das doch Unsinn, ne? Ja. Ne, der hat schon angefangen, glaube ich, bei der Unfallstraße, ey. Ja, dann geht er mal schnell pinkeln, weil wir wollen dann nämlich gleich losmachen. Nach wieder mal. Weil irgendwann sieht einfach schon den durch diesen Bizeps an, oder guckt euch diesen Bizeps an. So Leute, wir wollen jetzt Klamotten kaufen. Hier ein neuer Pulli, Hose und Schuhe. Halle, ich finde das war richtig geil. Sieht einfach übel geil aus. Hier. Jo, Modeberater Guido. Jo. Ja, ne, wir laufen jetzt noch eine Runde. Und dann fahren wir zum Meckens. Wir machen heute mal eine ordentliche Bestellung. Wir wollen da einen Cheat Day machen, also wir wollen mal richtig viel fressen. Ich will, glaube ich, so 30 Burger holen, 20 Nuggets. Das ist jetzt zwar wieder ein bisschen hochgegriffen, ich weiß, ich schaff's natürlich wieder nicht. Man kennt ihn, der Junge. Aber ich halte euch auf dem Laufenden und ja, ich finde das Outfit mal richtig nice. Bis dann. So, Freunde, ich bin jetzt hier. Hey, der holt gerade sein Navi, warum auch immer. Warum muss der Navi? Na, damit nicht geklaut wird. Genau, damit es nicht geklaut wird, ganz logisch. Hey, nee. Ich finde aber mein neues Outfit richtig stylisch. Ich muss sagen, ich habe mir 3 Pullis geholt, 2 Paar Schuhe oder so. Und irgendwie, hey, weiß ich gar nicht mehr, 200 irgendwas Euro. Aber läuft auf jeden Fall. Ich muss mich erstmal wieder an das Fischei gewöhnen, weil das da so weit wegzoomt. Wir laufen jetzt zum Auto, dann zum Meckens. Danach fahren wir zu Rewe und holen uns noch Energies, weil die Nacht könnte lang werden. Ach, vielleicht machen wir auch noch Lagerfeuer. Ich auch nicht. Vielleicht machen wir noch Lagerfeuer, aber das wissen wir auch noch nicht, wegen Wetterbedingungen. Nennen. Und ja, würde ich sagen. Ja, guck dir die Wolken an, bitte. Wir holen uns erstmal unser Abendbrot, oder? Auf jeden Fall. Gut.
Oh mein Gott, Leute, das ist einfach so eine krasse Bestellung. Es sind einfach zwei Tails. Ihr werdet jetzt ja gleich nochmal hören, was wir bestellen. Auf jeden Fall. So krank, Alter. Wie bestellen wir denn? Hallo, zwei Big Tasty Bacon. Zwei Tasty Bacon? Ja. Einzeln im Menü? Einzeln. Darf es noch sein? Dann vier Chicken Burger. Ja. Dann zweimal McChicken Classic. Ja. Und 40 Nuggets. Zweimal 20er. Sind 20 schon dort zum Angebot? Ja, also zweimal 20, ja. Und dann noch zweimal große Cola. Der muss süß-sauer dazu. Ja, süß-sauer. So, und dann zwei große Cola. Ja, genau. Okay, dann machen wir einen normalen Tasty und dann machen wir einen Tasty-Menü. Kommt doch noch günstiger. Okay. So, okay. Was alles? Ja. 32 in West, letzte Fenster. Jo. Man kennt ihn, Leute. So, Freunde, wir sind jetzt hier, haben uns eine Straße gestellt, wir haben jetzt alles. Guckt euch diese Fenster einfach an. Das ist einfach drei solche. Das ist einfach alles drin, Mann. Einfach alles drin, Nuggets, Big Tasty Bacon und alles einfach mega geil. Wir werden uns jetzt alles reinhauen. TJ ist da. Hey, Junge, wie soll ich die... Ey, drück mal bitte auf meinen Auslösebutton, Alter. Ah. Jawohl, da haben wir das und drin gemacht. Wir werden es jetzt auf jeden Fall reinhauen. Und genau, das sehen wir uns einfach später wieder. Ich werde das jetzt hier so hinstellen, werde das im Zeitraffer machen. Ich hab auf jeden Fall mal richtig Bock drauf. Digga! Was? Wir haben es einfach schon 21:10. Rewe macht 21:00 zu. Nein. Nein. Digga, wir müssen los, Alter. Nein! Wie lange standen wir jetzt an? Oh mein Gott! So, Leute, herzlich willkommen jetzt hier. Wir sind jetzt hier. Ich wollte gerade sagen, im Schlafzimmer. Bei mir im Zimmer, Alter. Junge, wir sind so fertig. Wir haben einfach die vier Burger gegessen. Haben jetzt hier noch. Ich habe übel viel Nuggets. Ich habe, glaube ich, noch zwei oder drei gegessen. Junge, ich habe einfach gerade innerhalb von 10 Minuten zwei Nuggets gegessen. Alles man kennt ihn. Nee, ich werde meinen auf jeden Fall nicht essen. Ich werde jetzt anfangen zu trainieren. Das werde ich nicht mehr filmen. Ich werde jetzt meinen Kameraakku dann laden bis morgen. Morgen auch nochmal aufnehmen. Da wird das Video, denke ich mal, übermorgen dann hochkommen oder so. Mal schön langes Wochenende aufnehmen. Und wir werden jetzt gleich noch pumpen und dann sehen wir uns einfach morgen. Alter, wir sind einfach so vollgefressen, Mann. Wir können einfach nicht mehr. So, Freunde, wir sind jetzt aufgestanden. Also, und essen jetzt hier Eierkuchen mit Nutella gefüllt. Das schmeckt sehr geil, ne? Mhm. Ja, frisst dann nachher noch sein Ben Jerry Eis. Der Cheat Day ist noch lange nicht vorbei. Ja, dann fahren wir heute dann, beziehungsweise er fährt nachher dann. Ich hoffe, wir kommen eben dann zu ihm. Und dann, ja, der Grill war heute bei ihm und so, stimmt? Jo. Und dann mal schauen, was da noch so geht. Ich nehme mich halt auch wieder den ganzen Tag mit, dass ich dann morgen schnippeln kann. Das Problem ist, ich habe kein Schneideprogramm mehr. Ich wollte jetzt das Adobe Premiere Pro öffnen. Ich stand einfach da. Das Programm ist nicht verfügbar. Man kennt ihn. Keep it together.
So Leute, alles schon wieder kaputt. Wir waren jetzt draußen und so, wollten eigentlich aufs Rennerbau gehen, das machen wir dann doch nicht mehr. So sieht man dich nicht. Mich? Ja, dich. Ja, dich. Ja. Junge, ja, auf jeden Fall spielen wir jetzt gleich noch Yu-Gi-Oh! Da vorne. Yu-Gi-Oh! Wartet hier. Und dann, ich gehe auf jeden Fall heute Zeit, ich bin übel kaputt. Bin tot, was willst du machen? Man kennt sie. So Leute, wir sind jetzt hier auch extrem an Yu-Gi-Oh! Suchten. Hier seht ihr meine Handkarten, wartet mal kurz. Ja, hier ist halt ein bisschen schwer mit einer Hand, aber ist eigentlich nur Müll. Genau, wir sind gerade im Yu-Gi-Oh!-Sachen. Hier ist so ein Counter, so eine App oder so. Und ja, ich habe hier irgendein so Drachendeck, keine Ahnung, Alter. Junge, geflügeltes Ungeheuer heißt das. Meine ich doch. So, und ich bin jetzt hier noch Yu-Gi-Oh! Nice. Hallo liebe Leute, wir sind jetzt hier im Auto und fahren jetzt nach Hause. Wieso? Die sitzt. Nee. Und dann nehme ich wieder die Strecke auf und dann, hey, viel ist da unten passiert. Wir haben gestern noch Lagerfeuer ein bisschen gemacht. Ne, wir saßen oben und haben Yu-Gi-Oh! Noch gezockt. Ja, und wir sind einfach schon um 11 Uhr ins Bett gegangen, weil wir tot waren. Alter, 3 Stunden geschlafen oder 4. Das ist nicht gesund. Und wir haben diese Nacht länger geschlafen und ich bin genauso tot wie gestern. Man kennt ihn. So Leute, ich bin jetzt zu Hause. Ja, viel ist nicht mehr passiert. Wir sind jetzt nach Hause gefahren, wie gesagt. Und jetzt packe ich hier meinen Rucksack aus und räume allgemein meine ganze Bude auf, weil die sieht aus wie Scheiße. Räume ich die Bude auf und dann werde ich gucken, dass ich wieder ein ordentliches Schneideprogramm rankriege, dass ich auch wieder ordentlich Videos schneiden kann. Momentan schneide ich halt nur mit so einem übelst abgefuckten Scheißprogramm. Übrigens, mir ist aufgefallen, ich gucke immer mich an, wenn ich aufnehme, anstatt hier in die Linse. Okay. Ne, da werde ich dann auf jeden Fall erstmal aufräumen und das dann schneiden, damit das dann hochkommt. Und dann werde ich noch meine Webseite ein bisschen weitermachen und meinen Shop. Das dauert aber noch sehr lange, ehe das fertig ist. Und deswegen würde ich sagen, war es das eigentlich mit dem Vlog? Das war es eigentlich mit dem Vlog. Was passiert da eigentlich? Irgendwas auch nichts mehr. Ich lege mich schon hin und schlafe, weil ich bin irgendwie übelst tot. Ja, würde ich sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Video wieder. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Und meinen Kanal auch abonnieren, wenn ihr wollt. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Video. Haut rein und ciao.